Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen im E25, sind als Top-Tier auf Lakeville und machen jetzt mal ganz frech den Early Spot. Hier am berühmten Busch. So. Und hoffen doch, dass uns da irgendwas Schönes vor die Flinte fährt. Scherenfernrohr ist an und tatsächlich, da haben wir auch schon was. Leider nur kritischer Treffer. Das ist doch nicht wahr. Aber da kommt noch ein Aal. Da können wir Schaden machen. Und auch er fährt jetzt durch. Da kommen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nochmal drauf. Hier eventuell irgendwie. Ah, da weiß ich aber nicht, ob wir da weit genug gucken können. Ich glaube nämlich nicht. Die beiden haben es schon sehr schlau gemacht und sind relativ weit rechts gefahren. Und ja, jetzt stehen wir hier erstmal. Und unsere Heavys haben es immer noch nicht in die Stadt geschafft. Dass wir auf dem IS oder was das war, zweimal irgendwie nicht durchkommen, war schon ärgerlich. Da hat er sehr viel Glück gehabt. Denn normalerweise hat man in die Seite mit dem E25 auf aller möglichen... Komm jetzt her. Nein, da habe ich nicht weit genug vorgehalten. Ja, Cromwell ist schnell. Ja, normalerweise hat man bei Tier Simon in die Seite mit dem E25 kein Problem. Okay, der Cromwell fährt jetzt hier weiter, so wie es aussieht. Er hat einen Baum umgefahren. Und im Moment ist das Gefecht noch sehr offen. Der KV-3 hier hinten könnte sich mal bitte irgendwie Richtung Stadt bewegen. Denn da sind auf jeden Fall zwei gegnerische Heavys. Oh, da ist ein AMX. Und auch den machen wir keinen Schaden. Aber jetzt, so, das kommt da jetzt ein E25. Der gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Aber der kriegt auch schon Feuer, das ist gut. Ah, der UI verschießt und er zieht sich jetzt hier zurück. Oh ja, und der UI kriegt auch selber Feuer. Wir stellen uns wieder in den Busch rein. Der E25 scheint sich zurückzuziehen, das ist gut. Und vielleicht macht uns der MT25 da irgendwas auf. I don't know. Auf jeden Fall stehen hier hinten Leute, die snipern. Wir machen mal ein paar Blindschüsse in den... Ah ja, da stand doch jemand. So, IS-2. Kommen wir nicht drauf. Steht in der Stadt. Haben wir keine Chance. Der UI deckt mich hier immer noch ganz gut. Das gefällt mir natürlich. Und unsere Heavys haben es jetzt auch endlich geschafft, in die Stadt zu kommen. Trotzdem brauchen wir mal jemanden, der hier spotten geht. Cromwell ist weg. Da ist die Sue. Oh, das war ein sehr schöner Schuss. Können wir da irgendwas bewirken? Tatsächlich nicht. Haben wir leider zu spät reagiert. Der UI ist hinter der Kirche. Da kommen wir nicht drauf. Und auf die RT kommen wir auch nicht drauf. Oh, oh. AMX. Schade, fährt zurück. Und der UI. Nee, da kommen wir überhaupt nicht drauf. Jetzt müssen wir mal hier irgendwie zusehen, dass wir die Position ändern. Dass wir da in die Stadt reinwirken können. Das wäre nämlich... Nee, hier kommen wir nirgends wohin. Da ist der E25. Da war der E25, das ist sehr gut. Wir haben noch nicht wirklich viel Schaden gemacht. Aber wir können jetzt davon ausgehen, dass eigentlich die Mehrheit der Gegner in der Stadt ist. Trotzdem können wir da bis jetzt nichts machen. Wir müssen warten, bis da wirklich die durchgefahren sind, so wie es aussieht. Na? Tatsächlich können wir da hinwirken. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen Gold hier in die Hand. Oh, wo ging der Schuss hin? Okay, ihr ist... Ah, an die Seite ist natürlich nicht so geil. Au. IS. Oh Gott, und der Japaner ist natürlich jetzt... Wunderbares Fresschen. Müssen wir drehen.
Geht jetzt leider zu. Das ist natürlich problematisch. Der KV-3 fungiert aber trotzdem ganz gut noch als Spotter. Da ist der Al hinterm Haus. AMX kommen wir nicht drauf. Der Al steht gut. OI. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Wo komme ich bei dem durch? Oh, mit Gold kommen wir auf jeden Fall durch. In den Turm rein, mein Freund. Und jetzt in die Seite. IS-2. Auch in die Seite. Al. Mist. So, alle weg. Sehr gut. Haben wir schön gemacht. Ich habe natürlich ein bisschen Gold einsetzen müssen. Was heißt ein bisschen? Der UI ist halt, ja, mit 150 Pen hast du da wirklich ein Problem als E25. Und auch die IS-Reihe, IS-1 und IS-2, ist jetzt nicht unbedingt ein Gegner, den man im E25 gerne hat. Denn der hat eigentlich alle Eigenschaften, die dem E25 gefährlich werden können. Er hat eine starke Kanone, er kann also wirklich mit zwei Schuss den E25 rausnehmen. Und er hat auch frontal eine echt schwierige Panzerung. Und ihr habt es ja auch am Anfang gesehen, auch in die Seite wird es schwierig. Und wo ist denn jetzt der AMX-12-Tonner? Ja, der hat sich wohl verkrümelt. Unsere Sue capt jetzt. Hat er sich jetzt selber die Kette gezogen? Okay, er ist zurückgefahren. Habe ich eigentlich richtig vermutet. Ja, ja. Die Sue ist blind, die sieht den nicht. Mal gucken, ob wir uns den Kill noch holen können. Ach, hier die Mini-Kirche, die kenne ich ja noch gar nicht. Ist ja lustig. So, mein Freund. Wo bist du denn? Komm zu Papa. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt entweder durch die Mitte fährt. Wobei, da wären wir jetzt eigentlich aufgegangen. Ich tippe eher drauf, dass er jetzt durch den Canyon fährt. Tatsächlich ist er da hinten. Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass er sich dorthin versteckt. Und jetzt muss der MT-25 allerdings aufpassen, wenn der ihn rausklippt. Dann wird es ein Problem. So, wir können ihm auf jeden Fall helfen. Aber jetzt ist er schon wieder in Deckung. Er kommt nochmal raus. Jetzt ist er wohl im Reload. Und da macht's die GW Panther für uns. Sehr schön. Sehr, sehr schön. War eigentlich gar keine so schlechte Runde, bis auf das bisschen Goldgespamme von mir. Aber mein Gott, ab und zu muss das halt auch mal sein. Das war zweite Klasse nur, aber es gab Großkaliber im E25. Sehr nice. Wir haben 2417 Schadenspunkte gemacht, damit über 1000 Schadenspunkte mehr als der zweite, was der KV-2 war. Und 925 Basiserfahrungspunkte, was dann am Ende mit dem ganzen Goldgespamme nur 33.900 Credits waren. Für eine Premium-Runde ist es natürlich nicht ganz so viel. 531 Schaden haben wir noch ermöglicht und mit dem Tagessieg und Bonus für Premium-Fahrzeugstufe waren das dann insgesamt 3054 Erfahrungspunkte, die alle in meine Mannschaft gehen. Ihr seht, ich habe gerade den Ladeschützen. Das ist nicht der eigentliche Ladeschütze, sondern das ist, ich ziehe da gerade noch einen nach, denn auf dem Jagdtiger braucht man zwei Ladeschützen. Und deswegen bin ich gerade dabei, so nebenbei so ein bisschen den zweiten Ladeschützen hier zu leveln. Der andere, wir gucken mal kurz auf den Jagdtiger. Jagdtiger, wo bist du denn? TD? Hier, ist eigentlich egal, ob wir jetzt den normalen oder den Premium nehmen. Dann sehen wir, dass der sogar noch, hier ist der Ladeschütze und auch noch sogar noch einen Funker hat, den wir auch auf dem E25 nicht leveln können. Und ja, die sind noch beide im dritten Skill. Alle anderen, wie ihr seht, hängen bei 88 bzw. 90% des fünften Skills. Das ist mit Abstand meine beste Crew und die halte ich auch sehr, sehr heilig oder sehr, sehr hoch, wie auch immer. Und
Ja, das dauert noch eine Weile, bis sie das sechste Skill haben. Die letzten 10% wird eine sehr große Qual. Ich habe das mal ausgerechnet. Das waren wohl, ich weiß nicht, irgendwie 2 oder 3 Millionen Erfahrungspunkte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn euch die kleine kurze Runde im E25 gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Abo freue ich mich natürlich auch immer drüber. Habt ihr auch den E25? Seid ihr einer der Glücklichen, die sich den im letzten Jahr, also 2014, als er aus dem Premium-Shop rausgenommen wurde, noch gekauft haben? Was haltet ihr von dem Fahrzeug? Ich finde ihn wirklich sehr, sehr toll. Und ansonsten, ja, sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.